Bist du schon wieder zu Hause? Ja, ich klopf wieder mal. Bäume, ne? Und so. Du klopfst wieder Bäume. Ja, ich muss erstmal. Oh, du kannst ja ey, einfach bitte nicht. nach Hause Nein, teleportieren. bitte nicht. Ja, würde ich ja gerne, aber es ist natürlich wieder dasselbe Spiel mit dem Voten. So. Ach, natürlich. Ach, da habe ich ja. wieder gar nicht dran gedacht. Verdammt, gut, da muss aber ich ja auch gleich voten. Ja, du musst auch gleich voten. Aber ich vote jetzt erstmal eben. Ja, vote mal eben. So. Geht ja ganz schnell, dass man eben einmal zum ersten Voten. So, Server bewerten. Schöne ist an dieser ganzen Sache ja immer, dass da ja lediglich steht, Server bewerten. Aber es steht da ja nicht, mit was du den Server bewertest. Ne? Weißt du? Ja. Was ich meine? Ah, okay. Also, es geht ja nur darum, dass du deine Stimme abgibst. Damit bewertest du ja sozusagen. Du votest für... Nicht, ja, genau. Für den Server. Vote. Genau, ich vote. Ah, das ist... Achso, ich bin kein Roboter. Das hab ich vergessen. Ja, genau. So, jetzt kann ich den Server bewerten. Gut. Habe ich das auch schon erledigt. Wunderbar. Mhm. Ist doch eigentlich wunderbar, wenn man das erledigt. Ist doch gut, ne? Ja. Wir hatten das Ganze ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt, ne? Gewas? Gezeigt. Mit dem Voten? Hm? Haben wir, ne? Nein, weiß ich nicht. Zeigen, wieso? Doch. Doch, das haben wir. Da bin ich mir sicher. Also ich zumindest. Oder bin ich Ah, sicher. Okay. Ja, ja. Gut. Das kann sein. Weiß nicht. Also ich habe noch nichts gezeigt. Unsere Server-Vorstellung steht ja auch immer noch aus. Ich habe gestern erst oder vorgestern erst das hochgeladen mit diesem, ne? Wo wir das hier entdeckt haben, dass das alles zerbombt ist und so. Ja, okay, gut. Ja. Eine meiner schlimmsten Stunden. Oh. Ja. Das war ganz übel. Das werde ich auch, also das ist eine Sache, die kann man einfach nicht verzeihen, ne? Kannst du machen, was du willst, das kannst du nicht verzeihen, das geht einfach nicht. Nee, das ist schon übel. Ne? Ja. So, kann ich denn jetzt überhaupt mit diesem wunderbaren Sand irgendwas machen? Da war doch was, ne? Oh ja, schön. Das ist ja super. Mit dem roten Sand, weißt du? Ah, sehr gut. Ja. Ich habe ja diesen roten Sand. Kann ich da denn noch was mitmachen? Ich fände eine Bäumetour gar nicht mal so doof. Dann können wir auch die Karte mal ein bisschen weiter erforschen. Ja. Ja. Können wir machen? Aber müssen wir das jetzt machen? Jetzt ist eigentlich schlecht gerade. Ah, okay. Ja, genau. Ich würde es gerne hier eben... Schwupp. Aber sobald wir das machen, würde ich ganz gerne Sand in verschiedenen Variationen auch noch mitbringen. Okay. Das sieht nämlich sehr hübsch aus mit dem Sand hier. So, jetzt muss ich aber erstmal was loswerden, sonst habe ich überall kleine... So, ich muss auch mal eben voten. Damit ich mich nach Hause teleportieren kann. Ah, siehst du. Ja, muss ja. Hilft ja nichts, ne? Was nutzt das Mut, ne? Voten. Dann gucken wir mal. Man muss ja eigentlich auch mal einmal voten. Aber wenn man dabei ist, macht man es dann trotzdem gleich zweimal. Ich mach das nicht. Das höre ich gar nicht an. Ich vote dann nicht ein zweites Mal. Ich bin also stumpf. Bei zweiten Wurf muss man sich hart verdienen. Ich bin kein Roboter. Finde ich. Du nicht, nee. Nimm dir halt so eben mit votet. Ja. Mhm. Das sieht ein bisschen. Ach, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Was hast du jetzt entdeckt, gesehen? Ja, ich versuche das ja so ein bisschen ökotechnisch hier gerade so ein bisschen zu machen. Aber es sah jetzt gerade nicht so gut aus. Aber gut, egal. Mal gucken, was noch so kommt. Was ich hier so mache. So ein bisschen, so eine schöne Eingangshalle, die so ein bisschen edel ist, weißt du? Ja. Ja. Aber war jetzt nicht ganz so. Ich werde mal sehen. Gestalte. Ach, verdammt, was ist das denn? Oh nein. Ach, fuck. Warte mal. Ach, wie ist der das nicht? Ja, dann eigentlich schon.
Wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht dahin sitzen. Wir müssen eigentlich alle noch sogar, wir müssen eigentlich sogar alle noch eins höher. Verdammt. Das sehe ich jetzt erst. Wieso müssen wir denn alle noch höher? Weil es dann mit der Stufe genau passen würde. Aha. Eine Treppe. Okay. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich verstehe. Nö, bei deinem Bau ist das ja auch völlig egal. Aber da du hier vorne dein Werk eben mit deiner Treppe beginnst, wäre das überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt. You know? What I mean? Nee, jetzt gerade tatsächlich nicht. Aber ist gut. Okay. Ich stimme dir erstmal zu. Ja. Weil ich was falsch mache. Ich hoffe, das auch gehen. Und ich habe ja eh noch nicht angefangen. Verdammt. Mach das jetzt einfach. Ja, ja, mach mal. Was du machen möchtest. Feel free. Ich mache wieder Franzi-Dinger. Ja, du willst ja sowieso, du würdest keine Ruhe geben, bevor du das dann nicht entsprechend geregelt hättest. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt, das ist absolut wahr. 1, 2, 3, 4. Ach, da habe ich sogar noch Cleanies. Cleanie Stones. Was ist denn das mit den Steinen jetzt hier? Ach, kann man erstmal so lassen. Ups. 13 Kohle. Klingt nicht nach dem Reichtum. Warte mal, das geht ja gar nicht. Ich muss ja da oben. Oh Gott, bin ich blöde. Na. Oh, verdammt, das ist ja totaler Quatsch, was ich hier mache, Mensch. Na gut, okay, ich mach das später. So. Okay. Hier. Sag mal. Klinis und Erde. Ich hatte übrigens die letzten Tage einen ganz schlimmen Autounfall gesehen. Habe ich dir schon erzählt? Nee, ne? Nee, das hast du noch nicht erzählt. Habe ich dir nicht erzählt. Und zwar bin ich auf dem Weg nach Hause gewesen. Und das ist eine relativ unwegsame Strecke, die ich da fahren muss. Ja. So ein bisschen durch ja, so Bauernschaften und sowas, ne? Weißt du, so Landstraßenbauernschaften und so. Und da komme ich an so eine Kurve vorbei und da liegt ein Auto, ja, wie soll man das denn sagen, verdreht auf dem Kopf quasi. Weh. Ja. Und also auch überhaupt, also das war jetzt nicht zwingend mehr so als Auto wiederzuerkennen. Also ich wusste ja zufällig, dass das ein Auto war, weil es ein Auto war, aber also das war echt nicht, also nicht schön, wirklich nicht, ne? Ja. Und ja, finde ich ein bisschen erschreckend. Ja, aber die fahren da auch manchmal wie wirklich, wie die letzten Säue, das glaubst du gar nicht, wie die da fahren, das ist unfassbar. Das sind ganz, 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 ganz unwegsame Straßen, ne? Ja. Also nichts irgendwie, was man so, ja, weiß ich auch nicht, ich verstehe das nicht, warum die immer so düster durch die Gegend fahren, echt nicht. Ja, die haben einfach keine Zeit, die Menschen, keine Zeit. Naja gut, aber dafür haben sie dann auch kein Leben, die Menschen. Kein Leben, ehrlich. Geht überhaupt nicht. Die alle wieder wegmachen. Hattest du selber eigentlich schon mal so einen richtig... Einen Autounfall? Ja. Ja, tatsächlich hatten wir schon einen Autounfall, der aber glimpflich da abgelaufen ist. Trotzdem ist das so gewesen, dass wir... ja, auch uns gedreht haben auf der Straße, so, boah, richtig, so, ja, so richtig dramatisch. Ja, da zeigt sich immer, finde ich, was die Autos in so einem Fall tatsächlich dann doch irgendwie leisten und abfangen. Ja, an. Auf jeden Fall, ja, na? Genau. Ja, also meine, damals sind wir noch im anderen Auto unterwegs gewesen, meine alte Klapperkiste, die ich jetzt fahre, ich fahre ja ein Dacia. Ich glaube nicht, dass der das alles so gut überstanden hat, wie damals der
Lass mich überlegen, war es jetzt ein Polo oder ein Hyundai oder so, ich weiß es nicht mehr genau, kann ich dir nicht sagen. Aber der würde das vermutlich nicht so gut überstehen. Ja. Der hätte anders ausgesehen danach, ganz bestimmt sogar. Hm? Ja gut, aber vom Gerüst her, was trotzdem, würde auch der vermutlich eine ganze Menge. Ja, würde auch eine ganze Menge aus. Natürlich, klar, der hat natürlich auch seine Knautschzone, ne, logischerweise. Ja. Ja, ich muss mir gleich erstmal wieder roten Sand holen, das hilft nichts. Ich brauche ganz viel roten Sand und ich brauche, muss erstmal gucken, wo ich den roten Sand überhaupt her habe. Ach, ich habe eine Karte mitgehabt. Ja, kein Thema. Ich kann ja roten Sand besorgen ohne Ende, ne? Warte mal, da ist gerade jemand reingeschlichen, den ich fragen kann, ob der das Licht anmachen kann. Ganz genau. Wunderbar. Ich glaube, der sucht irgendwas. Warte mal eben eine Sekunde. Suchst du irgendwas? Hm? Ja, da bin ich wieder. Na. Na? Wie weit bist du denn überhaupt mit deinem Innenausbau da? Ich habe noch nichts gebaut, Babsi. Nichts. Ich habe doch gesagt, ich habe hier das Tor gebaut. Du musst Bäume kloppen? Nee. Ich hab doch komplett den Tunnel hier gemacht. Ja, der sein also könnte. Also nach oben. Du wolltest doch einen Wald unten anlegen und solche Sachen alle. Ja, wann hätte ich das denn da tun sollen? Könnte sein, kann das also schon auch wirklich. Also wirklich. Entschuldige, ich frag dich nicht nochmal. Was? Die Frage ist, wo soll denn unser Gemeinschaftslager hin? Ich räume dir Mitspracherecht ein, Babsi. Was sagst du dazu? Oh, du räumst mir Mitspracherecht ein. Also ich hätte gern solche Sachen ziemlich weit am Boden, ehrlich gesagt. Ziemlich tief unten. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand... Kommst du einmal kurz her? Ja, Sekunde. Bin ich sofort... Also in die Mitte. Hallo, Azuka LP! Ich komme. Hallo! Die Azuka. Da ist sie wieder. So, warte. Ich komme. Sagen, ich bin sofort da. Ja. So. Okay, also. Und zwar, genau, die Überlegung ist, ob, ich habe das jetzt ja eins erhöht, ob ich das hier mache. Hier, weil das wäre ja so die freie Ecke. Also, ne? Wir haben halt alle eine Richtung. Und das hier wäre Lagerrichtung. Ja, gut, aber wolltest du nicht eine Richtung aufbewahren noch? Habe ich das nicht so verstanden? Für was? Für den Fall, dass wir noch einen Gast bekommen, oder? Ach so, nee, Gäste gehen alle in die Richtung, wo Mundi auch gebaut hat. Ach so, Gäste gehen alle in die Richtung. Dachte ich mir das? Ja, und das weiß Mundi auch, dass seine Richtung Gästerichtung ist. Ja. Okay. Ja, gut. Sonst werde ich ihm das nochmal sagen. Also so hatte ich das gedacht, weiß ich nicht. Ah, okay. Ja gut, also baut er quasi für die Gäste. Ein Hotel. Ja, also er macht sich eine Bude, so, ne? Ja. Und jeder Gast kriegt dann eine Richtung oder ich hatte echt überlegt, einen großen Bereich auszuheben. Mhm. Weißt du? Und dass die Gäste dann da bauen können. Ja, und jetzt war die Überlegung, das Lager hier hin oder ganz nach unten. Ich bin schon da. Und dann hier hin, wo, entweder hier hin, wo meine Kisten jetzt momentan stehen. Oder auf die andere Seite. Hier. Halt irgendwie, weiß ich noch nicht. Hier hatte ich ja so ein bisschen schon reingebaut. Hier soll ja später auch die Farm hin, ne? Ja, das irgendwie hier hinten. Idee. Und das Lager würde ich dann aber relativ weit vorne bauen, weil da muss man ja immer wieder hin, ne? So. Ja. Irgendwie hier. Richtig. Ja. Pass auf. Es ist ja so, wenn wir ständig Steine schleppen, machen hin und her, wie groß ist unsere Lust? Also ich würde ja persönlich das irgendwie mal unten haben, weil die Leute zu faul sind, von ganz oben nach ganz unten zu laufen. Aber da kannst du nicht drauf an. Ja, aber das Ding ist... Auf der anderen Seite ist das ja so, wenn wir jetzt die Backen voller Steine haben, sag ich mal, wie viel Bock haben wir, jedes Mal hoch und runter zu rennen? Ja, genau, es will ja keiner hoch. Das Ding ist, wenn wir aber auf der Höhe hier sind, deswegen ja die Höhe hier, weißt du?
Wenn wir dann hier rüber wollen, hier so, oh, jetzt fehlt mir genau ein Stein. Dann hätte man es genau auf der Höhe, wo wir laufen. Weißt du, wenn du hier rauskommst und Steine wegbringen willst, kannst du genau hier rüber und das einfach wegbringen. Schweigen. Ja, nee, ich denke nach. Ich wollte auch einmal oben gucken. Einmal. Ich wollte mir einen Überblick verschaffen. Entschuldige. Ja, träume schon wieder. Black Shadow Killer fragt, ob du gar nicht in deinen Chat schaust. Ja, der Babsis Chat funktioniert noch nicht, leider. Mein Chat hat gar nicht funktioniert, oder ist der? Nee, der funktioniert gar noch nicht, du. Also mein Chat sagt immer, sorry, we are unable to connect to chat. Reconnecting in, mittlerweile sind es 128 Seconds. Soll ich mal gucken, ob ich auf deinen Chat zugreifen kann? Dann mache ich den einfach bei mir hier mit auf. Ja, gerne, probier's ruhig. Ja, Azuka fragt, wie es uns geht. Ja, also abgesehen davon, dass wir natürlich eine arbeitsreiche Woche hatten, also ich, Franzi nicht. Ja. Ne? Nein, davon abgesehen geht es mir ganz gut. Franzi, wie geht's dir? Geht's dir auch gut? Ja, bei mir ist alles okay. Ich bin ein bisschen müde, super. Aber ansonsten, ja, passt das schon. Ja, darunter springen ist immer schön. Also ich kann tatsächlich auf deinen Chat zugreifen. Super, kannst du da irgendwas mit machen? Ja, ich schieb den mir einfach hier mit an die Seite. Und? Funktioniert ja? Nee, ne? Ja, mal gucken. Doch, bei mir funktioniert der. Warum denn mal mir nicht? Was für ein Arschloch-Chat ist das denn? Ich schieb den einfach hier mit, dann sehe ich zwar nur noch die Hälfte vom Bild, aber... Also ich möchte eine offizielle Beschwerde bezüglich meines Arschloch-Chats. Oh, aber guten Abend zusammen, meint Black Shadow. Und wie geht es euch? Ja, das haben wir ja gerade schon beantwortet. Mhm. Naja, uns geht's gut. Alles in Ordnung. Also, genau. Also, das wäre halt die Frage, ob man es hierhin macht oder eine Etage tiefer. Ja, da muss man aber halt immer hoch und runter mit krempeln. Ach du, weißt du was? Lass uns das doch hier direkt machen. Was soll der hier direkt? Ja. Okay. Dann mache ich hier oben das Lager hin. Dann ist das hier gleich zugänglich und dann mache ich unten halt dann Baumfarm, Melonenfarm, was auch immer. Oder wenn du auch eine Farm bauen magst, bist du natürlich auch dazu aufgefordert, das an dieser Stelle zu tun. Ja, ich habe ja hier so eine kleine Minifarm, habe ich ja hier schon, ne? Ja, Weizen habe ich gesehen. Ja, und Möhrchen. Ach, Möhrchen auch, siehst du? Und Kartoffeln. Unmengen an Kartoffeln. Und Kartoffeln auch. Mhm. Meine Fresse, warst du richtig fleißig. Ja, sag ich dir. Nicht so wie du. Was? Du bist halt irgendwie ein bisschen biesig, kann das sein? Nein, bin ich nicht. Ich gewinne so langsam den Eindruck. Ach, weißt du, ich hatte eine schwere Woche, Franzi. Ich hatte eine super schwere Woche. Ja. Super kacke Woche. Da musst du ein bisschen mit meiner Biesigkeit jetzt leben. Ah, okay. Ja, sei dir verziehen. Ja. Mein Sohn hat übrigens heute Geburtstag. Hattest du gestern geschrieben, genau. Habe ich geschrieben, genau, super. Ja. Der ist 22 Jahre alt geworden, 22. Ja. 22. Ich muss das noch ein paar Mal sagen. 22. Damit du selber glaubst. Ja, ich kann das eigentlich gar nicht. 22. Da musst du wenigstens die Betonung ändern, wenn du es ganz oft sagst. 22. Und das Beste an der ganzen Sache ist, er möchte doch so gerne im IT-Bereich was machen und hat aufgrund seiner, hatte so Schwierigkeiten mit einer Schule damals, pipapo, wegen seinem ADHS und diesem ganzen Krack, ne? Ja. Und jetzt ist das aber so, dass wir haben zusammen eine Bewerbung geschrieben. Ja. Zu einem Computer-Typen-Typi, ne? Ja. Und wir hatten bisher noch nie das Glück, wenigstens ein Bewerbungsgespräch zu bekommen. Jetzt haben wir tatsächlich schon ein Bewerbungsgespräch. Ach, wie schön. Das, obwohl er ja die schulischen Qualifikationen dafür in der Theorie nicht hat. Ja. Aber er will sich das trotzdem anhören. Ja, na klar. Das nimmt man doch mit sowieso als Erfahrung und so, ne? Ja, nein. Der Mann, der diesen Computerladen besitzt, der will sich das auf jeden Fall anhören und unvoreingenommen auch sein und wirklich fair sein und so. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Sodass zumindest eine Chance darauf besteht, dass der Junge... Ja, hört sich cool an. Ja, und für den ist das halt auch eine Erfahrung. Azuka schreibt, dass sie
leider weg muss und vielleicht später nochmal wiederkommt. Das dann macht nichts. Bis später. Ja, bis dann. Ja, aber wie geil das überhaupt ist, ne? Dass er überhaupt Bewerbungsgespräch bekommen Menschlich. Hat. Menschlich. Menschlichkeit. Das, ne? Das hat mich einfach so gefreut, ne? Und ja. Er ist natürlich super skeptisch, so, ne? Mit aber ich würde mal abwarten, mal gucken. Wir werden ja sehen, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Und wenn es was wird, dann wird es was. Ne? Richtig, richtig. Was soll man da jaulen? Hilft ja nichts. Oh, wo sind meine Möhrchen hier? Ja, mein Bruder hat ja morgen sein Bewerbungsgespräch, ne? Wie witzig, dass es jetzt so fast zeitgleich ist alles. Also, Patrick hat am 1. Siehst du? Was hat denn dein Bruder für ein Bewerbungsgespräch? Da war ich ja noch gar nichts. Ja, der hat sich auch da beworben, wo ich auch dieses Anfang. Du kriegst ja die Tür nicht zu. Ehrlich? Ja, hat er gemacht. Geil ist das denn? Ja, es ist ganz, cool. Ganz erstaunlich. Und dann hat er heute die Haare geschnitten bekommen. Ach, wie und, geil. Ja. Und ist er aufgeregt oder geht's? Er tut so, als ob es ihn alles überhaupt nicht juckt. okay. Aber in Wahrheit stimmt das, glaube ich, nicht. Nein, in Wahrheit stimmt das nicht. In Wahrheit juckt es ihn mit Sicherheit sehr. Der wird sehr aufgeregt sein. Ja, besonders auch, weil er halt den Druck in Anführungsstrichen hat, dass das bei mir alles funktioniert hat, ne? Ja. Also ich denke, das ist fast mit am schlimmsten, weil es halt immer so bei uns war, dass wir irgendwie schon miteinander verglichen worden sind, so, ne? Halt so diese typische Geschwister-Sache. Ja, okay, das ist wirklich gut. Man will das ja auch eigentlich nicht, auch als Elternteil will man das ja eigentlich nicht. An mir passiert das aber auch. Diese Vergleiche, die man zieht, obwohl man die eigentlich kann. Ja, man wird ja auch irgendwie so, also, ne? Man hat das ja so. Man hat ja, das Gehirn funktioniert ja auch nur so, dass man die Dinge miteinander vergleicht. Und ja, klar, natürlich. Tja, das trifft dann wohl leider auch oft Menschen zu. Ja, gut. Aber wie gesagt, das sind unbewusste Klamotten, die will man im Grunde genommen gar nicht. Und ich glaube, bei Geschwistern ist das ja. So, ja, muss ich halt aufhängen. Stimmt ja, ist ja so ein Boden. Aber bei Geschwistern ist das ja sowieso normal. Wenn das eine Geschwisterchen ein Handicap hat, ne? Ja. Quasi, ne? Dann wird es natürlich dem anderen nur noch mal bewusster, quasi zu sagen, ne? Hm. So wie Patrick mit seinem ADHS natürlich sehr viel bewusster, dadurch, dass Jan kein ADHS. Hm. Eigentlich, ne? So werden ihm seine Defizite immer wieder so vor Augen geführt. Ja, und Jan jetzt so locker, flockig durchs Leben, ne? Ohne Schwierigkeiten, ohne alles. Ja, gut. Was wollte ich eigentlich? Ich hatte doch irgendwas im Sinn. Weißt du noch, was das gewesen ist? Sand holen. Ach ja, genau, richtig. Ich wollte Sand holen. Aber erst muss ich da ein bisschen weitermachen. Ja, also mir gefällt das eigentlich mit dem roten Sand hier sehr, sehr, sehr gut. Ehrlich gesagt, das sieht echt toll aus. Ja, so ein bisschen, das freut mich. Redstone. Ja, weiß ich noch nicht, was ich hier mache. Ich muss mal gucken. Ich werde hier erstmal weiter reinbauen. Und ich und mein Bruder sind auch permanent eigentlich miteinander Ja, ne? So ist das. Oh, Romy schreibt bei dir im Chat. Hey, ihr Süßen. Oh, Romy, ich kann meinen eigenen Chat nicht sehen. Ah, Abend, Romy. Wir haben vorhin schon gesagt, dass wir uns total über deinen Kommentar gefreut haben. Oder deine Kommentare. Es waren ja sogar zwei. Überhaupt. Da kriegen wir einen Kribbeln im Bauch und denken, oh, wie schön, Romy. Genau. Romy, guck mal, wo bist du? Bist du bei mir? Ja, guck mal. Ja, es ist bei dir. Also damit bin ich da noch nicht fertig, ne? Das muss noch mit Red... Das kann ich sogar nicht machen. Das fällt mir jetzt erst auf. Weil, weißt du, wie ich meine, wenn ich hier jetzt direkt Redstone ansetze, dann ist das ja direkt... Nein, an Stein. Das ist ja kacke. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss einen weiter nach da rutschen. Oh. Dun, dun, dun. Damn, ey. Ja, mache ich dann noch. Jetzt nicht.
Jetzt nicht, jetzt nicht. Bis in 2 Wochen. Dann ist es wieder vergessen. Nö, das vergesse ich nicht. Das stört mich ja so sehr. Sobald ich da den ersten Stein hinsetze, werde ich das sofort sehen und würde dann denken so, no! Rumi fragt, wie es uns geht. Ja, es geht uns gut. Alles gut bei uns. Und bei dir? Alles gut bei uns. Genau, wie geht's dir? Ach ja, wir sind wieder ein bisschen am Basteln hier. Ja, die ganze Zeit, ne? Jetzt ja. Seit einer Stunde. Aber das ist bestimmt auch strange, ne, Rumi? Weil du hast ja jetzt, glaube ich, erst die ersten Folgen oder so gesehen und jetzt siehst du schon, wie es weiter ist, sozusagen. Also. Ach, dann hat sie das wahrscheinlich auch mit meinem sehr eklatanten Verlust. Oh Mann, das war so übel, das war so bitter. Ich habe so geweint. Aber ich will nichts sagen. Nein, ich will ja nicht. Ich will ja nicht jaulen, ne? Aber ich jaule dennoch. Ach, guck, jetzt weiß ich die ganze Zeit, was ich machen wollte. Ich wollte mir eine scheiß Isenhacke machen. So, die habe ich nämlich noch überhaupt nicht. Ich bin immer noch mit dem Stein hier am rumhauen. Ach Gott, da kriegst du dich nicht zu. So jetzt. Ich baue das Lager direkt hier vorne, ne? Ich baue das nicht groß weit rein. Ich hau das jetzt direkt hier hin. Ja, gut. Mach mal. Weil dann hat man es einfach direkt da und muss nicht erst 8 Stunden hin und her rennen. Ja, alles gut. Mach mal, wie du meinst. Ist ja eh. War alles gut. Ja. Ja, es wird halt ein bisschen breiter. Das heißt, es wird auch schon was einnehmen. Aber das macht ja nichts. Ist doch egal. Wir müssen ja sowieso, wenn wir die Felder und alles da anlegen. Ja, die kommen ja eins tiefer. Eins tiefer. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das ja dann eben. Ne? Weißt du? Ja. Wie bei so einem Häuserdurchschnitt. Ne? Genau. Das ist ja dann eine Ebene. Ruhig ein bisschen großzügiger anlegen, kein Thema. Oh, ein Redstone hier. Naja, auf jeden Fall, ich hatte ja von einem Unfall, ne? Hatte ich ja gerade so erzählt. Ach, ne? Gott, ja, dass du das noch weißt. Dass ich das noch weiß, genau. Ja. Und das Schlimme war, das muss ich alles noch rauskloppen. 2 Tage vorher ist das so gewesen, dass ich schon mal an derselben Stelle vorbeigefahren bin. Und dieselbe Stelle war unfallbetroffen. Also es waren 2 Unfälle quasi an derselben Stelle mit einem Tag Zeit versetzt. Ja, das ist heftig. Ja. Da kommt wahrscheinlich wieder diese komische Wahrscheinlichkeitsrechnung da zutage. Richtig. Wie wahrscheinlich ist das, dass das noch einmal passieren kann? Aber die Wahrscheinlichkeit lag zumindest an dem Tag bei 100%. Ja, ist das passiert. Ja, es ist ja, das hatte ich ja letztens schon mal geschrieben, wenn du, dieses eine Beispiel war mir ja so hängen geblieben, wenn du eine Person in der Stadt triffst, die du kennst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du eine zweite Person, die du in der Stadt triffst, auch kennst. So, und ne? Tatsächlich, wenn du mal genau überlegst, ist das so, ne? Manchmal gehst du völlig unbehelligt durch die Stadt, triffst nicht jemanden, das Leben ist fluffig, ne? Brauchst dich nicht unterhalten. Alles gut. Und dann plötzlich hast du mehrere Leute, die du triffst, entweder im Rossmann oder sonst irgendwie. Ja, das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch. Oder höher. Ja, Rumi schreibt, ich habe die ersten 2 Folgen gesehen und mit dem Boot und mit dem Boot und so gelacht. Ich muss schon das Essen machen und komme dann wieder. Ja dann viel Erfolg beim Kochen und ja, machst das du, mit dem Boot war witzig. Ja, das mit dem Boot genau. Aber mach gerne was für mich mit, ich habe Hunger. Was? Ja, ich habe richtig Hunger. Aber ich habe mir hier Tapsis hingestellt. Was für Tapsis? Was, du kennst Tapsis nicht? Ach, was sind das schon wieder? Ach Mann, Conti, das sind diese leckeren mit weißer Lakritz und mit schwarzer Lakritz. Die aussehen wie kleine Penner-Dinger. Ach, die Dinger! Ja, meine Mutti steht ja total auf Lakritz, ne? Ja, man kann ja nur, also, das ist toll. Ich bin da ja nicht so hinterher, muss ich zugeben.